was oben? Und da könnte man dann hier wirklich Leiter runter machen, die wir dann gleich hier runter gehen können. Wird dann zwischen Etagen irgendwie hier auch. Na, ja, das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir brauchen jetzt Leiter. Dafür bräuchten wir Holz. Für Holz müssten wir den Wintergarten wieder frisch in Gang setzen. Oder frisch bepflanzen. Dafür müssten wir aber erstmal den Wintergarten fertig haben. Also wissen wir jetzt, was wir machen. Wir bauen den Wintergarten fertig. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Und das kommt dahin. Das ist zwar, glaube ich, zu viel Holz, aber naja. Gut, und damit gehe ich dann erstmal in eine kleine Pause wieder. Ich würde dann sagen, bis gleich. So, Leute, mal kurz gucken, ob die Aufnahme jetzt wieder gestartet hat. Ist ja immer mal so ein Problem hier. Und ja, Aufnahme läuft. Das heißt, wir können weitermachen. Wir waren jetzt hier bei dem Glasding. Die Wände haben wir jetzt soweit fertig, würde ich sagen. Ne, hier kommt ja dann auch nochmal das Wand rein. Damit der Zwischengang hier frei bleibt. Ja, so kann man Glas verschwenden. So auch. Sollte dann mal richtig platzieren, den ganzen Kram. Oh, bis hier hin dann. Da haben wir den angebrochenen Stack, der da war, die 46 schon wieder weg. Was man hier an Glas abbauen muss, ey. Wahnsinn. Da freue ich mich ja dann schon später mal auf den Lavaturm oder auf das Lavahaus. Was auf jeden Fall noch in Planung ist, also das werden wir auch durchziehen. Muss dann mal gucken, ob das dann vielleicht mit verschiedenen Texturen irgendwie mal richtig krass aussieht oder eben nicht. So, jetzt hier gucken, dass wir nicht durchs Dach fallen. Hier hatte ich alles zu, ja. Gut. Müssen wir ja nur noch hier setzen. Krass ist hier bei dieser Glastextur, dass man irgendwann gar nicht mehr durchblickt. Also ich zumindest nicht, ihr vielleicht schon, keine Ahnung. Wo man jetzt schon Glas hat und wo nicht. Weil das einfach nur noch so ein Gitterkonstrukt hier ist. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob jetzt der Fehler überhaupt unten in der Höhle war, dieser Grafikfehler. Ups. So, hätten wir das. Dann können wir jetzt runter Bäume pflanzen. Erstmal bringen wir das Glas weg. Das soll jetzt erstmal reichen. Bäume, Setzlinge haben wir hier hinten. Oder? Birkensetzling, Samen, Eichensetzling. Mehr Setzlinge haben wir nicht. Ah, hier sind noch welche. Gut. Und runter geht's. Mist, ich brauche da ja erstmal Erde. Oh Mann. Erde und Sand. Ein Stick sollte reichen. Und Sand, haben wir hier überhaupt noch Sand? Sand. 36er Stick. Hm. Mal schauen. Na, gucken wir mal, wie wir es hier gemacht hatten. Hier hatten wir Sand, Sand.
wir jetzt erstmal alles zu hier wieder. Na. Das war's an Sand, okay. Gucken wir mal hier ein Loch. Dann haben wir das da. Oder zwei hier gehabt, okay. So, Loch. Loch. Können wir auch eine Schaufel für nehmen. Loch. Noch? Bin ich hier aus dem Rhythmus gekommen, sag mal? Tatsache. Mist. Ja, da batschen wir dann noch eben so an. Die Glasscheibe ist ja jetzt auch nicht so wild. Und hier auch. Was soll's? Füllen wir jetzt die Löcher mit Erde. Gut. Und dann kommen die Setzlinge zum Einsatz. Hat man da immer in die Ecken gemacht, okay. Ja. Da war der gerade so schön angewachsen. Nee, nee, nee. Das hier auch mal wachsen. Nicht mal so weit. Als nächstes müssen wir uns wieder mal um den Garten kümmern. Die Samen hatte ich. Weizen, Samen. Wir werden uns dann gleich mal noch. Was, wir haben nur eine Steinhacke? Sticks haben wir noch. Machen wir uns schnell eine Steinhacke und noch eine. Dann kann das hier wieder zurück. Das auch. Eichenholzbretter, Erde. Die Sticks lassen wir mal. Pflasterstein, Erde, Sand. Machen wir mal das hier mit rein wieder. Erde, Erde, Erde. Gut, und nehmen wir jetzt hier die Truhe mit. Also zwei davon. Die setzen wir uns in den Garten hin, da können wir dann das ganze Gartenzeug vor Ort lagern, müssen das nicht hier irgendwie noch so blöd lagern. Genau, die kommen dann hier rein, ins Haus noch. Gut. Und dann gehen wir doch mal wieder ernten. Müssen wir dann ohne Begrenzung bauen? Da liegt noch ein bisschen mehr drum.
Jo, da haben wir dann wieder genug, um die Schafe weiter zu füttern. So, da muss ich mal kurz husten. Kennt ihr ja nicht anders von mir. Gut, also, was haben wir denn jetzt überhaupt noch für Baustellen? Wir haben die Baustelle des Minenschachts. Wir haben die Baustelle Haus. Unsere Dauerbaustelle irgendwie. An der ich in dieser Session auch mal ein bisschen weiter abbauen möchte. Einfach aus dem Grunde heraus, dass wir da mal ein bisschen vorwärts kommen. Geht's natürlich schneller. So, gut, das soll erstmal wieder reichen. So viele Tiere haben wir ja noch nicht. Wir hauen die Hacken hier rein. Die Samen kommen auch mit da rein. Genau, die Setzlinge, damit wir für die Bäume immer was haben. Ja, dann gehen wir mal wieder Schafe füttern. Gut, auf mich hören sie nicht. Aber die werden wir noch irgendwie mobilisiert kriegen, glaube ich. Mal her. Das Paarungszeit. Erfahrungspunkte, sehr schön. Laufen wir einfach noch ein bisschen hier durch. Oh. Und dann haben wir noch wieder einige kleine Schäfchen gekriegt. Gut. Haben wir da wieder mal unsere Pflicht und Schuldigkeit erfüllt. Der Weizen kommt hier rein. Und genau, wir verschneiden den jetzt mal das Fell, dass wir mal ein bisschen Wolle hier kriegen. Haben wir noch welche? So, Schafe, da haben wir noch eins mit Fell, da haben wir so ein graues, super. Ja, das war's dann, ja.
wieder mal. Jetzt kann man denen erstmal wieder das Fell wachsen. Das dauert ja jetzt natürlich hier wieder extrem lange, weil wir keinen Grasboden haben. Weil ich auch nicht weiß, warum das Gras da sich nicht weiter verbreitet. Grüne Wolle, graue, hellgraue Wolle, schwarze Wolle, hellgrüne Wolle. Ja, da kriegen wir doch schon mal schöne Farben hier zusammen. Gucken wir mal. Schwarz, grau, weiß, hellgrau, grau. Wir sehen, es wird langsam. Wobei ich wirklich der Meinung bin, dass wir dann wirklich hier noch Buchten machen mit einzelnen Farben, weil das ja so doch ein bisschen buh wird. Aber naja. Gut. Dann machen wir dann jetzt erstmal hier an der Stelle Mittagspause. Nachher geht's dann weiter. Achso, jetzt habe ich ja die Scheren mitgenommen. Ja, die bringen wir jetzt noch schnell zurück. Ordnung muss ja sein. Schere, Schere. Weg damit. Ja. Dann hier erstmal ein kleiner Cut. Wir haben ja heute schon wieder ein bisschen was geschafft. Als kleiner Ausblick für heute. Gucken wir jetzt einfach mal so da runter. Das haben wir heute gebuddelt. Schon mal sehr schön. Und damit bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Vielleicht geht es jetzt gleich weiter daran. Ich muss mal sehen, wie das von der Zeit dann her klappt. Und wenn nicht, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So Leute, da sind wir wieder. Wir stehen jetzt wieder hier schön an unserem Minenschacht. Etwas gesagt Tunnel. Ein guter vertikaler Tunnel. Wie auch immer. Und wie vorhin schon erwähnt, wollen wir heute noch ein bisschen an der Bude hier rumbauen. Die soll ja auch mal fertig werden. Hatte jetzt kurz mal eine kleine Pause gemacht. Schlicht um mal ein bisschen mir zu überlegen, wie wir das hier alles genau machen. Wir haben noch Eichenholzbretter, Eichenholzstufen, die großen Eichenholzstufen. Gut, Zaun haben wir auch noch, brauchen wir vielleicht gleich nochmal. Mal schauen. Jetzt haben wir hier eigentlich noch ein Loch drin. Das stört mich schon mal. Machen wir schon mal zu. Stufe, bam, und fertig. Zu ist die Möhre. Wir können weiter hochgehen. Gucken, wie weit wir hier überhaupt das letzte Mal waren. Okay, wir waren so weit. Das heißt, machen wir jetzt erstmal die Wände hier weiter. Gut, ich werde jetzt mal das ganze Inventar hier ein bisschen leeren können, aber was soll's. Hier Eichenholz. Machen wir mal so hier. Flups, flups, flups. Bin ich jetzt doof? Ja, ich bin doof. Okay, craften sollte gelernt sein. Und schon bauen wir mal hier wieder ein bisschen an dem Ding rum. Schöne ist wirklich bei der Idee, eine Windschiefhütte zu bauen, dass nicht gerade sein muss. Wir können eigentlich so bauen, wie wir möchten. Oder wie ich möchte.